Ein schlichtes Zelt auf der Wiese im Hintergrund der Hambacher Forst. Die Grünen halten Parteirat. Gedacht war das mal als Protest gegen die Rodung. Dass ein Gericht nun geurteilt hat, die Bäume vorerst zu verschonen, sorgt heute für Jubelstimmung. Wir verbuchen das irgendwie so als ersten Erfolgserlebnis für Umwelt, Naturschutz und für den Kohleausstieg. Für uns haben sich die Rahmenbedingungen geändert, auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Kohlestrom ist gesellschaftlich mittlerweile fast so geächtet wie Atomenergie. Doch auf die Justiz allein will man sich nicht verlassen. Politisch müsse entschieden werden, schon bald aus der Kohle auszusteigen, den Forst damit auf Dauer zu schützen. Das sollte die Landesregierung dazu bringen, jetzt einen Strategiewechsel zu vollziehen. Das heißt, weg davon, die Interessen von RWE zu vertreten, hin zu den Interessen von NRW. Dafür ist sie gewählt worden. Nicht immer war den Grünen der Wald so wichtig. In der Regierung haben sie gemeinsam mit der SPD beschlossen, Hambach zu opfern. Gerade mal 2 Jahre ist das her. Nur an anderer Stelle bei Garzweiler wurde der Tagebau verkleinert. Damals nannte die Partei schon das einen historischen Erfolg. Ich glaube, es ist das erste Mal in der Bundesrepublik, dass ein planerisch bestehender Braunkohletagebau verkleinert wird. Ein Widerspruch, mit dem zumindest der Parteirat heute prima leben kann. Mehr sei damals eben nicht drin gewesen. Jeder kann kritisieren und sagen, ihr müsst mehr schaffen. Das ist in Ordnung. Dann müssen wir uns da dran machen. Aber in der Frage war die Antwort ganz klar und sie war richtig. Und wir haben von Anfang an gesagt, das ist der Schritt, den wir erreichen. Und trotzdem geht es weiter. Den Wald vor den Baggern schützen, das soll nun Schwarz-Gelb erledigen. Die Beschlüsse der Vorgängerregierung im Sinne der Grünen korrigieren. Das kann man verstehen, CDU und FDP tun es nicht. Im Gegenteil, sie werfen den Grünen vor, mit dem Parteirat gerade hier weiter Stimmung zu machen und auch illegalen Protest indirekt zu unterstützen. Vielleicht könnten die Grünen den Parteitag jetzt dafür benutzen, um dafür zu sorgen, dass nicht in der Zeit wieder rechtlich Baumhäuser aufgebaut werden. Das wäre ein guter Beitrag, wenn sie schon da unten sind, dafür zu sorgen, dass Ruhe und Frieden in den Wald einkehren kann. Wir werden auf jeden Fall ab morgen früh alle Polizei abziehen. Während die Landesregierung abrüstet, wollen die Grünen an friedlichen Protesten festhalten. Sie sehen sich an der Spitze einer neuen Bewegung, die sie bei kommenden Wahlen zu Rekordergebnissen führen sollen.